Hallo und herzlich willkommen bei meinem Let's Play Minecraft im Hardcore-Mode. Weiter geht's. So, wir sind immer noch dabei zu sterben. Also zumindest, ach nee, zu überleben natürlich, natürlich. Wir sind nicht dabei zu sterben. Weil sterben wollen wir ja nicht unbedingt. So, ich muss einmal überlegen, was wollten wir machen? Ich habe ein Bett nochmal, ich habe ein bisschen der. Hier fehlt uns jetzt noch ein bisschen was an Getreide. Kohle haben wir, das haben wir. Also ein bisschen Nahrungsmittel haben wir. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Nahrungsmittel sammeln, damit wir es ein bisschen leichter haben, in einer Höhle zu gehen. Ja, wir werden jetzt hoffentlich bald auch viel Action erleben, aber um Action zu erleben, müssen wir doch mindestens ein bisschen eine Chance haben zu überleben. Zwar soll das zwar irgendwann enden, das Game hier, mit dem Tod von mir, aber ja, ups, was war das? So. Ja, Leute, also heute ist der 31.12.2011, sozusagen 2012. Also, jeder, der sich das heute anguckt, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dass wir auch im nächsten Jahr weiter Let's Playen können. Ich werde jetzt auch kein Special machen, so weit bin ich jetzt noch nicht, dass ich jetzt irgendwie hier irgendwelche Jahreswechsel-Special machen müsste. Das wäre dann, glaube ich, doch ein bisschen übertrieben bei so ein paar Let's Plays und bei so ein paar Viewern, die mir meine Let's Plays angucken. Wenn das noch ein bisschen mehr wird, dann können wir da gerne nochmal drüber sprechen. In Ruhe. Gehe jetzt aber trotzdem mal hier mal rein, gucken mal ein bisschen. Dazu habe ich schon ein bisschen Lust. Und in der Nacht, oder wenn es dunkel wird, werden wir uns beeilen, um wieder hier rauszukommen. Ich habe jetzt auch nicht so viel dabei, ne? Nee. Also wenn die Steinpicke weg ist, werden wir uns wohl Richtung Hause bewegen. Hause. So. Dann kann ich auf jeden Fall auch noch ein paar. Oh, hallo Creeper. Ja, nee. Ist klar. Ha, besiegt. Da, 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 da. Hallo. Zombie-Mann. Du böser Zombie. So, da geht's auch noch mal ein bisschen weiter. So, vielleicht finden wir auch ein bisschen Eisen hier. Das Kohle. Aber Kohle ist einfach viel zu viel da. Also Kohle brauchen wir nicht. Ich werde das hier zumachen. So. Weiter, weiter, weiter. Gucken. Mehr Kohle. Ist ja nicht schlimm, da können wir lieber gleich noch ein bisschen Holz abhacken und dann haben wir auf jeden Fall genug auch Fackeln dabei, die wir brauchen werden in der Höhle. Mir wäre jetzt aber noch natürlich noch ein bisschen lieb, so ein bisschen was an Eisen, so dass wir noch ein paar Eisenspitzhacken machen können, vielleicht sogar eine Eisenrüstung machen könnten, wenn das möglich ist. Also, das wäre mir ganz lieb. Nee, warte mal. So machen wir das. Kohle haben wir definitiv ohne Ende. Was ja nicht schlimm ist, aber so viel können wir gar nicht verballern. So viel Kohle findet man. Was ich ein bisschen schade finde, weil es macht die Rohstoffsuche natürlich nicht mehr sehr so sehr spannend. Hier, aber ich habe jetzt auch nichts übersehen oder so. Nee. Also das ist definitiv keine Höhle für uns zum großartig Erkunden. Oder geht's auf der anderen Seite doch noch ein bisschen weiter? So, noch ist es ein bisschen hell draußen.
Wo ist der Skill? Wow. Wow, da sind wir doch gerade noch rechtzeitig weggekommen. Das war böse. Ach, da geht's trotzdem noch ein bisschen weiter. Creeper, Creeper. Creeper, tot. Also gehen wir doch hier lang. Hier scheint es doch irgendwo laut diesem Geräusch. Irgendwo hinzugehen. Doch nicht. Wow. Irgendwie nichts Spannendes passiert hier. Schade. Jo, Hallöchen. Aber sonst geht's hier gut, oder? Okay, anscheinend. Ne. Autsch. Siehst du, deswegen macht man sowas auch nicht. Normalerweise nach oben bullen. Das sieht aber auch nicht danach aus, als ob da oben was Großartiges wäre. Also, tja. Wollen wir doch mal weiterschauen. Sicherlich finden wir noch das ein oder andere Höhle. Mal schauen. Hier noch was finden, was Feines. Da ist noch was. Und da ist noch was. Dann ist sogar schon noch ein Creeper. Den werden wir jetzt zerschmettern. Mit unserem Stein. Da gehen wir trotzdem jetzt mal rein, auch wenn es sehr gefährlich ist. Why? Ha! Da ist Kohle wieder. Das werden wir jetzt nicht machen. Ich suche trotzdem. Sehr seltsam das Ganze. So. Mal gucken, was wir jetzt gleich haben hier so Feines. Ja, ich hoffe, euch macht das Let's Play weiterhin Spaß. Ich nehme, also so mein persönliches Gefühl ist, dass ich auch immer ein bisschen besser werde, von Mal zu Mal. Ja. Ja, wow. Wuff. So. Was brauchen wir denn noch? Also, bis auf doch ein bisschen mehr Getreide, also Nahrungsmittel. Unser kleines bescheidenes Häuslein, was wir noch nicht weiter bauen werden. So. Das brauchen wir das nicht, das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. So viel Erde brauchen wir auch nicht dabei. Eieieiei. So, dann machen wir aus dem Holz erstmal ein bisschen Wundenplanks. So, 64 Stück. Aus dem machen wir Stickies. Aus den Stickies holen wir uns noch ein paar von den Dingern. Dann machen wir. Wir brauchen ein paar Torches. Das nützt alles nichts, wenn wir lange unterwegs sind. Packe ich die Stickies weg. Da haben wir noch 64 Stück. Eimers. Eimers, Eimers, ja klar, Eimers. Eimer, ein Eimer haben wir hier nur. So, den packen wir auch weg. Wundenplanks brauchen wir auch nicht alle dabei. Die Hoe packen wir sonst auch später weg. Den brauchen wir auch nicht unbedingt dabei. Uns fehlt definitiv nur noch das Nahr die Nahrung. Also, ups. Nur noch Nahrung. Und das war's dann soweit auch. Dann könnte man auch fast loslaufen. So. Jetzt ist wieder morgen. Haben wir, also wir haben jetzt noch wie viel Eisen?
Für nur vier Stück. Das heißt, für eine Schaufel und für eine Spitzhacke reicht es. Wobei das natürlich sehr. Ach, ich mache nochmal vorsichtshalber meine Spitzhacke. Ich hätte gerne mehr Eisen, mehr Eisen.